Moin Moin und herzlich willkommen zurück zum Let's Play Guild Wars 2 Living Story 2. Mit dabei heute wieder mein guter alter Guardian, der Grimm. Servus. So, und nicht lang fackeln, mal fix die Mission aktivieren. Wo sind wir denn hier? Das ist wieder falsch, das ist falsch, da bin ich richtig. Diese Episode spielen. 8, kein Zurück. Aber gerne doch. Wieder einmal erhalten wir einen Brief, der uns sagt, dass... Oh, das war kurz diesmal. Von Marjorie Delacroix. Über das Symbol... Ogden erlaubt. Er kenne den Ursprung des... erlaubt. Ja. Ogden glaubt. Er kenne den Ursprung des Symbols, das wir an der Felswand gefunden haben. Wir sollen zur Abtei gehen, um ihn dort zu treffen. Vielleicht kann er uns helfen, herauszufinden, wie man das Portal durch den Fels öffnet. Ich möchte mich auch bei euch bedanken, dass ihr mich auf die Reise mitgenommen habt, um Case zu finden. Das hält mich davon ab, an Belinda denken zu müssen. Ich weiß, dass ich in letzter Zeit nicht ich selbst war, aber... Ich möchte mich bei euch bedanken, Marjorie. Schön, dass wir schon hier sind, dann können wir ja zu Ogden gehen. Aber war ja auch irgendwie... Naja, klar jetzt nicht, aber man hat irgendwie damit gerechnet, dass Ogden mal reinkommt, weil der ist ja irgendwie schon ziemlich cool. Ich mag Zwerge. Ja. Man hat ja auch vor allem in Guild Wars 1 mit Ogden zusammengespielt, das war auch ganz lustig. Da bin ich leider raus. Ja, aber er war cool, du hattest ja in Guild Wars 1 noch Gefährten gehabt. Und, er war halt dein Heilgefährte, also er war ein Heiler, so ein Mönch, so er war Mönch. Und das war dann der dritte Heiler im Bund, das heißt, du konntest dich mit der kompletten Heilergruppe damals dann ausstatten, als dann Ogden noch kam. War sehr lustig. Herr des Mordens und höchst grausamer Zahnklempnerei, kann das sein? Ach, alles Quatsch. Du verpasst ja total die coolen Usura-Selbstgespräche. Mach ich? Ja, tut mir leid, Hemden, das kommt so. Nein, passt nicht. Nein, hier steht so ein komischer Asura vor so einem Regal in so einem Raum. Und der hat gerade gelabert. Irgendwas von bla 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 bla. Irgendwie so, keine Ahnung. Hat irgendwas aufgezählt, was gesucht anscheinend. Ist Geeks nicht auch in der Asura-Instanz Story dabei? Ja. Guck mal, da ist unser Koch schon wieder. Kommandeur! Koch Robertus hat mitgeteilt, dass ich die Wehr für euch. Die Wehr? Dass ich die Wehr für euch und Fräulein Delacroix offen halten soll. Die Wehr? Was für eine Wehr? Das Ding da, den Koch, den Ofen. Egal. Sie ist bereits drin, also tretet ein, wenn ihr bereit seid. Der Lagerraum ist zurzeit unverschlossen. Oh Mann. Danke, ich werde jetzt gehen und mich hoffentlich nicht nochmal verschlucken. Na, da muss man mal wieder googeln, was ist eine Wehr? Ich habe Ogden eine Zeichnung von dem Symbol in der Silberwüste gemacht. Er meint, in der Abtei finden wir vielleicht Hilfe, um die Magie zu bannen, die uns daran hindert, die Höhle zu betreten. Mit etwas Glück sind wir Case und dem Drachenei bald näher. Bereit, wenn ihr seid, Boss. Ogden wartet drinnen auf uns. Geht ihr vor. Das ist aber schön. Schneller! Was glaubt ihr, werden wir in der Höhle finden? Hexe. Nicht wieder Bücher lesen. Bestimmt Bücher. Dann müssen wir wieder lesen. Wir müssen wieder die Tür öffnen. So sieht man sich wieder. Hätte ruhig putzen können. Delacroix hat mir schon berichtet. Schade um den Meister des Friedens und das Ei. Eine magische Barriere scheint zwischen euch und eurer Beute zu stehen. Sie stammt von den Vergessenen. Ich kenne... Das machst du das gut. Oh, kann ich auch mal. Ich kenne dieses Symbol. Die Vergessenen waren uralte und mächtige Schlangenwesen. Ganz ähnlich den Krayt. Sie waren jedoch sehr viel fortschrittlicher und intelligenter. Sieht große Magie aus. Das ist ein... das ist ihr Symbol? Es ist als ein vergessenes Siegel bekannt. Ich habe so etwas schon mal in einem antiken Folianten hier in der Abtei gesehen. Basierend auf Fräulein Delacroix Beschreibung würde ich sagen, ihr habt einen Platz für eines ihrer Siegel gefunden. Ein Silvari hat einmal ein goldenes Siegel eingefügt, um das Portal der Hölle, der Höhle, dazu zu bringen, sich zu öffnen. Ja, das würde Sinn ergeben. Gemäß meiner Aufzeichnung wurden sie unter anderem manchmal als Schlüssel genutzt. Ich nehme an, der Schlüssel ist nun verschwunden? Ja, ich hab ihn nicht. Was soll ich machen? Vielleicht können wir das magische Schloss überschreiben. Ich habe von einer Möglichkeit gelesen, göttliches Feuer zu reproduzieren. Es ist extrem gefährlich und man hat nur einen Versuch. Aber das göttliche Feuer könnte die vergessene Magie beeinflussen. Was ist göttliches Feuer?
Die Wohltäter eures Volks, die Götter, haben ihren bevorzugten Anhänger mit ihrer Magie verzaubert. Es hat diesen Menschen ermöglicht, an versteckte Orte zu gelangen. Ihr werdet jedoch nicht derartig gesegnet sein, also könnte die Berührung euch umbringen. Es ist wichtig. Ich muss in diese Höhle gelangen. Na schön. Es ist euer Tod. Da ihr darauf besteht, weiterzumachen, geht nach oben zur Sondersammlung und findet den Folianten über die Götter und das göttliche Feuer. Eure Reise beginnt auf seinen Seiten. Vielen Dank, ich werde ihn finden und falls ich sterbe, ich habe einen Guard zum Retzen. Ansonsten bleibe ich hier und beurteile euren Erfolg aus der Ferne. Vielleicht doch mit dem Krieger kommen sollen, der Standarte. Stimmt, hätte ich Insta-Retz, dann wäre ich wirklich vielleicht schneller. Ich dachte, wir müssen darüber. Ich glaube, wir müssen nur nach wir oben. Wir müssen einfach gehen. Nach oben, ne? Glaube ich. Ja, nee, weil das so ein grüner Kreis war, dachte ich, wir müssten das da drin vielleicht machen. Eins nach dem anderen. Oh, ich hab's geschafft, die Treppe hochzulaufen und wieder runterzufallen. So, muss ich aufpassen, dass ich die. So, die unendliche Treppe. Da ist ein Herrschergremium. Die Höhepunkte der Aristokratie. Die Kunst der Konversation, das sollte ich vielleicht lesen. Ja, das wäre nicht schlecht. Gefährliche Geheimnisse. Theorie der Magie ist was für mich. Eine Einführung in die derzeit gültigen Prinzipien der Magie. Gültige? Das Buch will ich nicht lesen. Ich will ungültige Sachen lesen. Das Schicksal der Beschwörer, das ist mir egal. Das Feuer der Götter, hier ist es doch. Ach nein, hier gibt es ein Buch, das heißt, das juckt mich nicht. Echt? Ja. Geil. Dieses gewaltige Buch trägt den Titel Feuer der Götter, die Geschichte und Struktur der Prüfungen des Aufstiegs. Es sieht stark vergilbt aus, mit Eselsohren und dutzenden Lesezeichen. Nehmt das Buch. Ah. Ich habe das Buch genommen. Nächster Schritt. Gehe mit dem Buch zur Treppe. Ich gehe mit dem Buch zur Treppe. So. Gehe die Treppe runter. Oh, ist das spannend, dieses Point-and-Click-Spiel. Gebe Buch Okten. Gebe Buch Okten. Klappt nicht. Gebe Buch Okten Steinheiler. Oh, es hat funktioniert. Oh, ich habe Marci angesprochen. Wollen wir uns doch einmal die Markierung ansehen. Interessant. Wisst ihr über den Abstieg Bescheid? Vor langer Zeit gab es einen Prozess, der es den tyrianischen Menschen ermöglichte, Kraft aus ihren magischen Gönnern zu beziehen. Witzigerweise kenne ich das sogar. Also aus Guild Wars 1 kenne ich das. Glaub ich. Ja, siehst du? Meine ich zumindest. Also, könnte meinen, die beiden Spiele gehören zusammen. Was hat das mit mir und dem Vorhaben, in die Höhle zu gelangen, zu tun? Nun, ihr werdet nicht aufsteigen, aber der Schutzzauber, der euch vom Betreten der Höhle abhält, ist zweifellos von ähnlicher Magie. Schließlich waren die Vergessenen auch Diener dieser Wiesen. Das sind gute Nachrichten. Gute Nachrichten? Soll das heißen, es gibt auch, schlechte Nachrichten? Nichts, was ich nicht vorausgesehen habe. Da ist ein Wachssiegel in diesem Buch, welches das gleiche Symbol abbildet, das auch Fräulein Delacroix gezeichnet hat. Wird es zerstört, löst es eine Reihe von Ereignissen aus. Ich weiß nicht genau, was dann passieren wird. Das ist ja, das ist nicht sehr beruhigend. Wenn ich recht habe, dann werden wir auf ein Echo von Turai Ossa treffen. Aber seid nicht zu voreilig. Um Erfolg zu haben, müssen wir drei Relikte mit Verbindungen zu Ossa finden. Wir haben ein paar davon hier. Oh, Turai Ossa, warte mal, den kenne ich. Ich kenne Varish Ossa, da hat mir mein Vorfahrer von erzählt, aus Guild Wars 1 noch. Varish Ossa war, glaube ich, böse, die mussten wir, glaube ich, besiegen, wenn mich nicht alles täuscht. Ja genau, Varish, ich glaube, Varish Ossa wollte Dingens, Abaddon. Irgendwas mit Abaddon machen, glaube ich. Bin mir nicht ganz sicher. Aber lass mal nachfragen, ich will wissen, wer das jetzt war. Wer war Turai Ossa? Eine längst verblasste Erinnerung, fürchte ich. Dieser Mann führte eine Pilgerreise von Elona in die Kristallwüste an, um den Aufstieg zu erlangen. Aber er und all seine Begleiter scheiterten. Ja, Elona gibt's den. Da war auch Varish Ossa. Und wir werden mit ihm sprechen? Wenn ich recht habe, dann werden wir auf ein Echo von Turai Ossa treffen. Aber seid nicht zu voreilig. Um Erfolg zu haben, müssen wir drei Relikte mit Verbindungen zu Ossa finden. Haben wir es nicht gerade schon gelesen? Ja, haben wir. Wir haben aber ein paar davon hier. Ne? Naja, ich werde sofort nachsehen. Ja, guck mal, eins ist hier unten. Da. Hier ist ein Kristallhaufen. Bringt mir nichts. Ich muss was anderes suchen. Ein Quest für Blaupausen. Gefundene Relikte. Alter, Spiegel. Nein. Boss, ausgeblichene Karte. Ah. Mit der Karte sprechen.
Kannst du irgendwas machen? Nehmt die Karte. Nehmt die Karte. Warum kannst du denn das wieder nicht machen? Weil das meine Instanz ist. Ja, aber... Du sollst mir nur erstes hier mal kämpfen. Ja, genau. Für den Klugen ist für die Sache mit dem Hirn muss... Also das mit dem Hirn vergessen wir mal wieder. Ich bin die Treppe schon wieder runtergefallen. Siehst du? Ja, was ist wohl hier oben? Ein Gemälde? Nee, das brauchen wir bestimmt nicht. So. Antike Speerspitze. Hilft mir bestimmt. Verwittertes Wappen hier oben. Echt? Das hast du schon gefunden? Weißer Mantel, bla bla. Hat nicht funktioniert. Ist er nicht mit Turai außer verbunden? Nein, ich bin runtergefallen. Was vom weißen Mantel? Der ist nicht verbunden mit dem Turai. Ja, das ist klar. Der weiße Mantel ist ja auch Kryta. Parkerpanzer. Antike Speerspitze. Das könnte... Nein, hat auch nichts mit dem zu tun. Tretet weg! Hinfort mit euch! Hast du was gefunden? Ja, eine Speerspitze, aber die gehört nicht dazu. Ein elonischer Sitz. Elonisch ist immer gut. Was ist denn hinter? Eine offene Truhe. Ich mach mal die offene Truhe auf. Also... Die offene Truhe ist das schon noch. Archaischer Hammer. Diese Truhe reicht. Das ist ein Hammer. Ich will auch einen Hammer haben. Jeder weiß, dass Turai außer ein legendäres Schwert und ein Schild getragen hat. Ja, natürlich! Wusstest du das nicht? Nein. Kacknoob. Hier, mach mal elonischer. Vielleicht ist der sein Stuhl. Wir suchen. Nö. Ja, dann glaube ich kenne ich Turai außer. Ich glaube, den habe ich gespielt in Guild Wars 1, wenn das der ist mit Schwert und Schild. Dann kenne ich den sogar tatsächlich. Weil ja, dann hat er was mit Pavala Yoko gemacht. Weil, den tu, weil, ich hab, weil in Guild Wars 1 hatte ich die Möglichkeit, so alte Story-Sachen zu spielen. Ja. Sollte Geschichten. Da konnte ich auch so einen Typ mit Schwert und Schild spielen. Ja, dann okay. war ich außer wahrscheinlich eine Nachfahre von ihm. Ja, es wurde auch, glaube ich, in dem Tagebuch des Fürst von Fürst Valodor. Das Valodor kenne ich nicht, ja, es könnte aber, ne. Hier geborgen, nachdem er diesen Kampf gefallen war. Der hat seinen Körper geborgen. Wird aber tretet weg. Ja, ich kann da hier sowieso nicht machen. Ja, stimmt, dann nicht mal rantreten. Okay. Ah, nehmt das Tagebuch. Was ich noch sagen wollte, im Forum haben auch viele rum, weil dieses Bild von diesem Geist wurde ja schon gepostet vorher. Achso. Haben auch viele gesagt, dass sie den irgendwie kennen noch. Mhm. Ich hab mir das immer, wenn es um Geschichte bei Guild Wars und PvE geht, nicht so wirklich durchgespielt. Nicht so viele Leute, ich habe halt Guild Wars 1 ein bisschen wirklich gespielt. Zack mit Kristall sein, brauche ich bestimmt nicht. Ein elonischer Korb. Sich ja hochklettern, ne? Komm auch nicht. Oh, guck mal, ja, Jade von den. Ist das Jade aus von den Lachsen? Aus wie von den Lachsen? Das ist ein riesiger Jadewurm. Ja, ich muss erstmal hier. Ich bin mich irgendwie. Was ist denn hier drin? Die Asche von Tusai Ossas Sohn. Das ist gut. Bin nämlich gerade hier irgendwie. Du hast dich da reingebackt, ja? Ich hab mich hier reingebackt. Wie komme ich da wieder raus? Wie bist du da rausgekommen? Ich bin gar nicht da reingegangen. Du bist recht reingefallen. Das ist aber gut. Letztens bin ich auch irgendwie rausgekommen. Ah, da bin ich ja. Ja, perfekt. Lönnischer Korb. Nehmt den Korb. Sehr gut gemacht. Ich kann den Drachenschwanz leider nicht hochklettern. Immerhin Marjorie lobt mich. Wie gesagt, was sie sehr gut gemacht. Hallo Ogden. Diese antiken Artefakte werden euch eine gute Basis sein. Ich breche das Wachsiegel und übergebe den Foliant dann an Fräulein Delacroix. Sie wird euch anleiten, während ihr die Herausforderungen absolviert. Seid ihr bereit dafür? Ich bin definitiv bereit. Alter. Ist er da? Ich weiß nicht. Weiß da richtig gleich. Wenn das so eine Kante ist, dann ist das. Da. Blauer Nebel. Ja, das ist er. Den kenne ich. Den habe ich mal gespielt. Sehr gut. Vor allem wegen dem Schwert kenne ich das. Das war so komisch geschnitten. Ich muss da hoch. Ich muss dir mal Hallo sagen. Den kenne ich ja noch. Wenn ich ihm die Hand reichen. Oh, ich bin ganz aufgeregt. Nicht wieder runterfallen, nicht wieder runterfallen. Es hat funktioniert! Das ist vermutlich Turai Ossa. Ein Echo von ihm laut Foliant. Der Zauber, der vom Wachsiegel gewirkt wurde, hat wohl funktioniert. Lest weiter. Steht dort, was ich als nächstes tun soll? Lass mich mal nachsehen.
Ja, dort steht, ihr sollt den Geisterhelden begleiten. Das sind nicht meine Worte, es steht hier so. Einen Moment. Anscheinend sollt ihr ihn nicht bekämpfen. Der Foliant deutet an, dass ihr mit dem Geist zusammenarbeiten und ihn beschützen müsst. Bleibt in der Nähe, ich brauche vielleicht weitere Anweisungen.